Naturalwettkampf. Also wer zieht sich so eine Das Bekloppte? Ist kein Naturalwettkampf, immer noch. Das ist ein NPC Pro Qualifier, wo der Junge sich aufgestellt hat. Ich denke, es ist natural. Das ist mein FFMI doch nicht mehr natural. Scheiße. Oh, Scheiße. Verstehe ich. Macht ja Sinn. Ist einleuchtend. Ach, da ist er wieder. Aber schöne Friese, ne? Absolut, auch die Topfenkel da an der Seite, die Ohren. Der hat ja noch breitere Schultern wie Paul. Das ist sein Bruder. Das ist ja unnatürlich, Alter. So, er hier, der fährt Harley? Der fährt Bus wahrscheinlich. Oh, Alter. Zeig den Leuten, dass es natural und legal möglich ist. Paul und Toilette are ready for stage, Heiko. Yeah! Junge, gib alles! Yeah! Tschüss, Ding! Junge! Der kommt, der sticht. Der kommt aber auf die Bühne, als ob der gleich auf eine Schlägerei marschiert, der Kollege. Guck mal. Oh, guten Morgen, Bühne, Freunde. Herzlich willkommen auf dem Kanal. Da sind wir wieder. Alhamdulillah. Die drei von der Tankstelle. Ne, vier. Wir haben nur den Hund mit am Start. Der Paco ist auch auf der Couch. Wir haben ja auf die naturale, vegane Diät von Paul Unterleitner reagiert. Das war auch eher ein ausführliches Talk-Video von uns drei. Und diesmal reagieren wir auf seinen Wettkampf damals. So eine kranke Scheiße, Leute. Nur dreimal Platz 1, Platz 2 verdient. Also, der Titel ist vielversprechend. Heiko, hast du Bock? Auf jeden Fall, gib Gas. Auf jeden Fall, gib Gas. Let's go mit der Reaction. Viel Spaß, Freunde. Ja, mach mal Glückwunsch. Ist gut. Und dann einmal abmessen, bitte. So, jetzt erfahren wir, wie viel ich 1,92 bin. Das Kinn ran. Sehr geil. 1,90. Ah. Oh. Das ist mein FFMI doch nicht mehr natürlich. Oh, Scheiße. Doch, selbst mit 1,90 bist du mit 97 Kilo noch Nadi unterwegs. Aber hier bitte. Warum lachen Sie? Das ist Johannes. Johannes mit seiner Ausführung. Der FFMI nicht mehr. Es gibt ja so einen FFMI-Wert. Das ist irgend so ein Wert, den tippst du ein. Körpergröße, Bodyfett und Kilogramm und ich glaube noch irgendwas. Und wenn der einen gewissen Wert überschreitet, bist du laut deren Formel nicht mehr natural. Und das ist auch bei den Naturalwettkämpfen so. Wenn du das da drüber bist, darfst du nicht starten. Dann ist dein Wert zu hoch und darfst du nicht machen, selbst wenn du natural bist. Und wenn die Fahrradkette jetzt wird lila zu viel hat in der, beim Cardiotraining. Richtig, das ist dann auch so. Verstehe ich. Macht ja Sinn. Ja. Ist einleuchtend. Fahren, Backstage darf man leider wirklich überhaupt nicht filmen. Startnummer habe ich zumindest. Musik muss ich gleich noch abgeben. Wir werden euch dann dafür mit schönen Bühnenbildern bezahlen. Besuch aus Deutschland ist auch gekommen. Kai und Leonie sind. Ach, da ist er wieder. Gedanius. Praldanius. Dein Freund. Bastadius. Kai Gedanius. Ich sag mal jetzt nichts dazu, weil das Video soll ja kurz werden. Ja. Aber schöne Friese, ne? Absolut, auch die Topfenkel da an der Seite, da die Ohren. Da schaue ich doch. Bruder ist auch am Start. Wenigstens so eine mit Crazy Boys. Bruder ist auch am Start, Crazy Boys am Start. Support ist da. Jetzt kann es losgehen. Wir machen erstmal die nächste Schicht Training. Dann werden erstmal ein paar Fotos gemacht, denn, wie viele es noch nicht wissen, ab Montag Strong, Fizzy Peach, offiziell am Start. Also, es läuft. David. Ja. Was geht? Ja, mir geht's gut. Ich bin auf jeden Fall hyped, Mann. Paul wird das Ding abreißen. Yes. Zweiter Weltkampf, wo ich jetzt beim Paul zuschaue, wird auf jeden Fall wild. Also einschalten. Und der hat ja noch breitere Schultern wie Paul. Das ist sein Bruder. Das ist ja unnatürlich, Alter. Das, liegt ja, das ist der Bruder von Paul, ja. Das liegt ja in der Familie, Alter. Der David. Was sagst du da zum Bruder? Komm. Der riecht an deiner Bauchtasche. Was hast du da drin? Gar nichts. Ja. Geld ohne Ende. Geld riecht Paco immer, ist Spürhund, Geldspürhund. Und Testospürhund, weil der spürt ja bei den Fake-Netties rum zu Hause. Abonnieren natürlich den Paul. Jo, Paul, was geht ab? Paul, Alter! Zeig den Leuten, dass es natural und vegan möglich ist. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Und stehen hinter dir. Dein. Glaubst du auch an ihn? Heiko lacht schon. Heiko lacht dir aus. Team Rocker. Die Comic-Community. Let's fucking go. Ah, der ist geil. Paul und Toilette are ready for stage, Heiko. Yeah! Junge, gib alles! Yeah! Der verrückt hier, Alter. Jetzt kommt er. So, jetzt hast du den mal in vollster Pracht. Ja. Ah, und unten reagiert übrigens Johannes Lukas, wie du siehst. Tschüss, Ding! Junge! Der kommt, der sticht. Was ist? Der motiviert ihn, das ist doch korrekt. Ja. Der muss den noch sein Schutz motivieren. Mensch, ich bin halt ein fröhlicher Mensch, was ist los? Ja. So hervor. Schade, dass das gerade hier nicht von der, sondern so seitlich aufgenommen wird. Da finde ich auch immer so seitliche Brustposen sehen immer kacke aus. Das Licht sieht auch scheiße aus. Wie gesagt, wo rauskam, fandst du das irgendwie ansatzweise spektakulär? Für einen Natural-Bodybuilder ja. Lass mal das Natural weg. Für noch Veganer ja. Ja, aber ist schon. Muss man immer dazu sagen, ne? Muss man, weil man muss das ja unterscheiden. Hast du das? Das sind deine Worte. Dann will ich das nicht sehen. Sein oder sehen? Nee, du musst doch nicht sein, Heiko. Ja. Das ist so ein anderes. Boah. Oh yeah, motherfucker.
Aber Vakuum zieht der gut rein, der Junge, ne? Total. Weil da ist nichts mehr viel drin im Magen, außer ein bisschen Soja. Sojakernschrott. Rote Beete noch. Und rote Beete, ja. Hammer, eine klassische Physik, so stellt man sich das vor. Mega. Mega. Wow. Kurz und schmerzlos. So, das war der, die Präsentationsrunde. Am Anfang weißt du ja 30 Sekunden. Keine Kür. Ja, ja. Weißt du, so, und jetzt kommen die Vergleiche. Warum? Was dachtest du denn? Ja, geht weiter. Das können wir am liebsten an. 57, oh, guck mal. Stopp. Günno. Günno, ja. Sieht man tatsächlich Günno. Ganz häufig. Günno. Naturalwettkampf. Also wer zieht sich so eine Das Bekloppte? Ist kein Naturalwettkampf, immer noch. Das ist ein NPC Pro Qualifier, wo der Junge sich aufgestellt hat. Ich denke, es ist natural. Er ist natural, aber er startet wie der Deutsch. Aber die anderen auch. Nein, das die ist, sehen aber so aus. Die sehen vielleicht so aus. Aber Güno gibt es als Netty sehr selten, ne? Außer von Natur aus, wenn du da von der Kindheit eine Spektit hattest. Okay. Der kommt aber auf die Bühne, als ob der gleich auf eine Schlägerei marschiert, der Kollege. Guck mal, guck mal. Guck mal, wie der da drauf geht. Vor seiner Platzierung sauer. Der Kollege hier, der will, glaube ich, gleich einmal aufs Maul hauen. Ich glaube, der hat einen Krampf, Alter. Nee, guck mal, der hat mit der Brust stimmt was. Nee, da stimmt irgendwie alles nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Der ist böse drauf, der ist aggressiv. Mit einem Tribal auf, ja, auf der Schulter. Ja, total gefährlicher Typ, Alter. Was ist das? Lach doch mal. Ich glaube, die Jungs hat er abrasiert. Das waren, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Newcomer. Oder Novice gibt es ja auch. Novice war, wenn die noch nie gestartet sind bei dem Verband. Wash, Beugers. Arsch ist gut streifig. Guck mal, die anderen, da ist gar keiner zu Hause. Ja. Vor allem bei dem, der so aggressiv rauskam. Der hat einen Speckarsch. Der hat ganz aggressive Falten, hat der im Arsch. Die Gänsehaut. Der Rücken gefällt mir nicht so gut. Arsch ist sehr hart, ja. Trizeps auch, Schulter streifig. Aber dafür ist der Arsch. Fehlt halt nur Muskulatur, ne, Eiko? Nee, nee. Nee, nee. Und gleich wieder alles gespannt. Also. Na ja, gut, da jetzt was zu gewinnen ist, glaube ich, ist das jetzt ein Hit? Bei Novice? Bei den halt Typen, nee, weil, guck dir die Typen an hier. Er sieht aus wie aus 15 Jahre. Der hier? Mit seinem riesen Brustkorb. Ja, und der. So, er hier. Der fährt Harley? Der fährt Bus wahrscheinlich. So, und ja, keine Ahnung. Also. Der hat Farbe vergessen, ne? Klaus hier, wollte ich sagen. Paul hat das beste Tanning. Klaus. Wirkt zwar ein bisschen soft, aber dafür ist der Arsch gestreift. Ja. Das ist schon eine lustige Klasse eigentlich. Ne? Was sagst du dazu, Steve? Ich sag, Paul ist gut. Paul ist gut, danke. Danke, danke. Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr Bock habt auf stabile Supplements und mich dabei supporten möchtet, besucht die Seite esn.com. Da findet ihr mit meinem Rabattcode William immer den besten Deal. Und wir haben aktuell neue Flexpresso-Sorten. Zum Beispiel hier Karamell-Flavor. Ich sag's euch, wer auf Eiskaffee Frappé steht, das Ding mit Eiswürfeln ist unfassbar geil. Es schmeckt wirklich original wie so ein schöner Frappuccino aus dem Starbucks. Nur nicht für 8 Euro den Shake, sondern für viel, viel weniger. Und das Geile ist, ihr habt auf 30 Gramm Proteinpulver ganze 32 Milligramm Koffein. Also eignet sich auch morgens früh und man kann das Ganze sogar warm trinken. Schmeckt auch ganz gut. Also esn.com, Rabattcode William, vielen Dank für den Support und weiter geht's mit dem Video. Ärmel hat der auch den schönsten, ja, finde ich. Ja, eine schöne Form dafür. Auch von Posen. Der andere Post ganz schlecht daher. Die Gurkenklasse hat eine schöne Form, ja. Der Mutu, wie gesagt, die können alle nicht posen. Dann hat er natürlich auch die Hose unglücklich gewählt. Der hätte hier so ein Lack-Transending annehmen müssen. Den hatte ich auch, den Lack. Ja, aber die sitzt und, nicht, ja, bei ihm. Das, ja. Das sind so Kleinigkeiten. Ne? Aber hier, guck mal hier, Beinbeuger, Alter. Ist hart. Ist schon, ich glaube, der ist um einiges oder ein bisschen härter als Paul. Alles hat prima, halt, alles super. Kann halt bloß den Gluteus nicht vernünftig ansteuern. Ne, weil der. So, das ist die Novice-Klasse. Das ist ein bisschen. Ist das denn hier erst hat er gewonnen. So, hier haben wir jetzt mal schöne Bilder von der Front. Nicht so seitlich offen und da steht er auch neben den Martin Hahn, kennen wir ja. Richtig Spaß da oben, aber richtig, Junge. Jawohl, Spaß. Beide Beine. So, hier haben wir jetzt. Das müsste seine Klasse sein. Nicht mehr Novice, nicht mehr Newcomer, sondern seine Klasse. Obwohl,
Die sind alle Quatsch, die sind ja alle unterschiedlich groß. Wer ist da? Das ist die No-Way-Klasse. No-Way-Klasse. Nee, ich meine, ich glaube, das wäre so. Normalerweise wäre das. Normalerweise wäre das Classic D, weil nach Körpergröße, D ist die größte. Aber es ergibt keinen Sinn, weil guck mal, wie die Größenunterschiede sind hier hinten. Das müsste Newcomer sein. Oder auch Novice. Auf alle Fälle hat der sich jetzt langsam ausgeklappt. Der hat hier schöne Beine. Das war aber der so verkrüppelt drüber kam. Der verkrüppelt ist da hinten. Ja, das war der. Der war auch nicht mit dem Treibel auf der Schulter. Ja, ist ja auch egal. Die können irgendwie alle nicht posen. Aber hier auch spektakulär, wie die Sau hier. Ne? Der Kollege hier, der hier, ne? Ja. Der hat gut trainiert und gut diätet. Den haben sie gerade aus der Straße mal gezogen. Beide Beine, so ist gut. Schön. Aber er gefällt mir tatsächlich. Ja, Paul ist da auch der Beste. Von denen jetzt vorne, ist der Einzige, der mithalten kann, ist der hier. Ja, die Beine ziehen, aber sonst. Wir reden jetzt von den Leuten hier auf der Bühne, nicht von... Wir wollten das Video kurz halten, ihr könnt euch... Ich kann dazu nichts sagen. Kannst du dich angucken, den Scheiß, ne? Altes kurz. Das Problem ist, rechte Bein anzuspannen, und die ist komisch. Weil ich ist ja doch Steve, sag du mal. Ja, ich sag, der ist schon... Der dominiert da, ne? Ganz der klar. Der ist schon dominiert, ja. Schön. Und der Martin, der auch eine gute Härte hat. Boah, Schweiger, komm jetzt, zeig mal, was du hast. Rücken ist bei den Nettis immer schwach. Hier unten ist gar keiner zu Hause, ne? Meistens. Ja, da ist nicht viel. Ne? Da haben die vergessen im Keller. Naja, sagen wir mal so, daneben ist ein bisschen was. Prima, prima. Aber ja, stimmt hier andere Sachen nicht. Mach's gut für den Kampfrichter, der lehnt sich nach hinten weiter. Also ich finde, der ist ja einfach nicht on point. Das ist das Problem. Der Paul? Ja. Meinst du, da geht noch was an Härte? Nein, klar. Also wenn ich Patrick Tolsch daneben sehe, das ist eine ganz andere Liga. Eine ganz andere Liga. Wobei der auch viel länger trainiert. Ne? Der ist auch viel, der ist fast 10 Jahre älter. Das interessiert die Kampfrichter nicht. Das interessiert der hat bessere Qualität, ja. Am Wettkampftag muss ich hart sein, Punkt. Das egal, stimmt. Wie lange ich trainiere. Ne? Ich kann jetzt nicht mit dem Entschuldigungszettel kommen. Nachts ist kälter als draußen. So, guck mal, da wird er auch direkt in die Mitte platziert. Neben den anderen im Kollegen. Im Center jetzt, jawohl, Alter. Jawohl! Jetzt geht's los hier, Paul, komm! Ich lass einfach mal laufen und wir gucken uns das so an. Wir fiebern mit. Okay, außen ist mir wurscht. Obwohl das alles noch nichts heißen muss heute. Jawohl. Das ist erst die erste Klasse von vier. Ich hab jetzt schon keinen Bock. Johannes ist emotional wahrscheinlich wieder völlig am Ende. Ich hab das ja live miterlebt. Der fiebert da richtig mit, ne? Ja, da vergießt er auch oftmals die ein oder andere Träne. Der gibt richtig Gas, der ist da emotional voll dabei. Aber das zeichnet ihn. Ich finde es aber cool. Der lebt einfach Bodybuilding. Das zeichnet ihn mit vollstem Herzen. Ne? Auch wenn er da mit dem Kindergarten zu tun hat, aber das zeichnet ihn aus. Und ich glaube, ich habe den Paul auch schon besser gesehen. Kann sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass das. So öffnen. Ja. Rücken. Hier, das ist halt das, was ich bei den Nettis immer Käse finde, hier unten. Ne? Da ist einfach gar nichts. Und der Latt, der ist ja auch gar nicht breit. Das fällt dir jetzt auf. Das sage ich immer. Rückenposen ist bei den meisten wirklich Kernschrott. Der Arm dominiert. Arm, Schulter ist geisteskrank, also super aus. Naja, Schulter noch nicht, aber der Arm dominiert und der Rest ist, ja. Käse. Ja. So und Gluteus ist gut. Frisur und Gluteus, ja, Arm und Gluteus. Da hat er schon mal zwei Sachen, die gut sind. Und rote Beete. Komm, ticken nach vorne, lässt dich da ein bisschen. 35, switch mit 96. Okay, Paul bleibt in der Mitte, Leute. Er bleibt. Da ist er. Er bleibt im Game. Und der Herr Hane ist natural, ja? Nein. Ach stimmt, der ist ja Kennedy-Wettkampf, wollte ich gerade sagen. Der ist, weil da ich ist... Hab, ich habe den auch mal kennengelernt. Schöne Grüße an dich, Junge. Hahn, nicht Hane. Hane ist ein anderer. Das ist ein mit Glatze, groß und breit. Ja. Aus Hamburg. Aus Hamburg, genau, ja. Tobias. Und beide Beine... Ich weiß. Jawohl! Auf irgendeinem Wettkampf und dann hat er mich mal. Den jetzt, den Hahn. Den Hahn. Und dann, ja, und Fibo und Wettkampf, das ist mir so, da hat er mich mal angeschrieben, glaube ich. Und ja, dann wollte er
wissen, was ich von seinen Bildern halte. Das ist so ist im Kopf geblieben. Ja, weil das. Ja. So, wir gehen jetzt rüber direkt zur Siegerehrung. Weiß ich gar nichts. Weil die haben ja schon da ordentlich rotiert, verglichen. Also Mr. Hahn hat schon, ja, keine Medaille. Vierter oder Fünfter ist er gewonnen. Ja. Paul. Hast du die Emotionen in sein Gesicht gesehen, Alter? Ja, habe ich, Alter. Brutal. Ja, Mann. Ja, big emotions, baby. Aber gut, gewonnen ist gewonnen. Freut sich. Gewonnen hat alle, gewonnen. Die beiden haben alles richtig gemacht, weil sie sind ja ein Team, wie es aussieht. Und ja, der Rest ist scheißegal. Dass die Klasse halt, dass die Jungs aussehen wie Friedfischangler. Ist nun mal so, kann man nicht verhandeln, aber er hat halt das Ding gewonnen, kann man abschließend sagen, weil mein Abschließend. Aber was sagst du jetzt dazu? Der hat gegen Jungs gewonnen, die zugeballert sind bis oben hin. Ja, hat aber keiner hinter so ausgesehen. Da hat keine, keiner. Jeder hatte fast eine Güno. Ja, Güno hatten sie, aber irgendwie haben die alle. Ich kenne auch so einen Stack die von. Haben nicht richtig geballert. Guck mal, der Kollege Hahn, der war damals im Coaching, wenn ich mich nicht irre, bei Max Matzen und der fährt ja jetzt auch. Nicht die kleinsten Dosierungen dann für so einen Wettkampf. Da ist ja alles, also vielleicht sind die Dosierungen moderat gehalten, aber im Spiel ist, denke ich mal, alles. Naja, gut, von Trenn bis Mastel bis Winstrol wird alles drin. Die Jungs sind ja nur offensichtlich auch genetisch limitiert alle. Das kann man ja nur auch erkennen. Und dann, wie gesagt, lass die mal ein halbes Jahr so trainieren, wie du hier trainiert hast, mit dem Programm, was die fahren und wenn sie fressen, dann werden die auch ein paar Muskeln rankriegen. Weil er hat sich jetzt auch der Hahn, der hat sich auch zu heute wieder unfassbar verbessert. Der sieht jetzt viel krasser aus. Vielleicht war das auch so eine seiner Anfängssaisons. Ich weiß nicht, so krass habe ich das verfolgt. Genau, das ist in Erinnerung geblieben. Die Schultern, die dominieren sehr momentan. Ja, genau. Da wird der ein oder andere sagt, da ist was anderes da im Spiel. Ja, aber jetzt haben wir mal nicht nur sein Essen gesehen, sondern auch seinen Wettkampf. Du sagst, für dich ist das nichts, ne? Also guckst du dir auch ungern Amateurwettkämpfe an bei der NPC? Oder ist ja, lass ich weg, weil es interessiert mich nicht. Interessiert dich nicht, ja. Also ist auch nicht arrogant gemeint oder so. Guck mal, dich interessieren ja jetzt auch, wenn da draußen welche mit Klappfahrrädern fahren, interessiert dich ja auch nicht. Das interessiert mich nicht. Ne? Also mich interessiert, ja, verstehe. Ich liebe Bodybuilding, ich liebe dieses Hardcore-Bodybuilding, High-End-Bodybuilding, das Hardcore, die Open-Klasse. Die, selbst die 212er sind noch gut an. Selbst die Classic feiere ich jetzt mittlerweile schon. Mhm. Die Top 6 zumindest vom Olympia. Weil es da interessant einfach ist. Beim Olympia selbst die Badehosenklasse sieht krass aus. Mittlerweile, die ja, auf jeden Fall. Brutal muskulös, ja. Das ist irre. Die haben solche. Ziehe ich mir jetzt aber auch nicht rein, weil ich die Beine nicht sehe. Und, ich mag es auch nicht. Ich hasse die Klasse abgrundtief. Also, es ist für mich einfach langweilig, aber die sehen brachial aus. Ja, das muss man lassen. Ne? Keine kompletten Bodybuilder, die da stehen, weil sie die Beine halt verdecken. Und die haben, glaube ich, nicht mal schlechte Beine. Nee, nee, viele von denen haben gute Beine. Und ja, und wie gesagt, und das hier, das ist alles für mich. Käse, muss ja, nicht sein. Ne, also, ich freue mich, dass man mit sowas Geld verdienen kann. Mhm. Finde ich geil vom wirtschaftlichen Aspekt her, aber ansonsten ist das nichts für mich. Ja, gut. Steve, weiß ich nicht. Steve, bei dir, Endfazit von der ganzen Geschichte, komm mal ein bisschen näher, damit man dich auch hört und sieht. Was sagst du jetzt zum Paul seinem Wettkampf? Der hat sich ja als, das muss man ja auch irgendwo die Eier dazu haben, ne, als Naturaler, sich auf so eine Bühne hinzustellen, wo alle am Unterstützen sind und dann noch den ersten Platz zu holen. Ne? Ich meine, ob das jetzt Brecher sind oder nicht. Ich sag, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, kurz und knapp. Mit Rote Bete. Mit Rote Bete. Rote Bete, der Feuerkampf. Ja. So, das war's mit dem Video, würde ich sagen, Freunde. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, einen Comment, wie immer. Und abonniert den Kanal für weitere Videos. Vielleicht sehen wir uns bald wieder in der Konstellation. Steve muss sich jetzt warm anziehen, denn wir drehen das Verhör. Das wird auch in Kürze auf dem Kanal. Ihr könnt euch freuen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.